Spielfreie Zeit wegen der Länderspielpause? Nichts da, dachte sich Bernd Hollerbach, der Trainer der Würzburger Kickers. Kurzfristig hatte er am Wochenende gleich mal ein Testspiel ausgemacht, und zwar gegen einen der großen bayerischen Traditionsclubs, den Zweitligisten TSV 1860 München. Vor rund 500 Zuschauern legten die hellblau-weißen Löwen in Schwabach, wo das Duell am Freitagnachmittag stieg, auch gleich mal los. 6 Sekunden waren gespielt, da gab es den ersten Freistoß für die Elf von Trainer Benno Möhlmann. Doch Kickers-Keeper Robert Wolnikowski zeigte sich nach diesem Schuss von Richard Neudecker sofort hellwach. In einer Partie auf gutem Niveau wurden die Kickers in der Folgezeit mutiger und kamen zu Chancen. Und plötzlich liegt der Ball direkt vor den Füßen von Rico Benatelli. Doch der scheitert aus 5 Metern an Löwenkeeper Ortegas Moreno. Auch danach waren die Kickers mindestens ebenbürtig, von einem Klassenunterschied war nichts zu sehen. Und mit etwas Glück hätten die Würzburger in Führung gehen können, doch Natsch bekommt nach 22 Minuten den Ball nicht richtig unter Kontrolle. Ähnlich geht es knapp 10 Minuten später Nico Gutja, der nach seiner Verletzung aus dem Köln-Spiel Anfang Oktober erstmals wieder auf dem Platz stand. Und 1860? Offensiv war so gut wie nichts zu sehen vom Zweitligist, bis Dalen Klaassen nach etwas mehr als einer halben Stunde den Ball an den Pfosten knallt, war aber ohnehin abseits. Richtig gefährlich wurde es vor der Pause nur noch einmal für die Kickers, als Daniel Adlung nach diesem weiten Schlag schneller als Peter Kurzweg ist, den Ball aber knapp neben das Tor setzt. 0:0 stand es entsprechend zur Pause, nach Toren hatte es wenig gerochen, dafür umso mehr nach Steaks und Wurst vom Grill. Hunger auf neues Personal hatte Bernd Hollerbach zu Beginn der zweiten 45 Minuten. Gleich 5 neue Spieler brachte der Würzburger Trainer, darunter auch Dominik Notnagel, der nach 53 Minuten zu diesem Solo ansetzte, den Ball wunderbar auf Natsch durchsteckte, doch der schaffte es nicht, die Kugel an Ortega Moreno vorbei ins Tor zu schieben. Wenige Minuten später dagegen lag der Ball im Tor der Würzburger, doch Schiedsrichter Bart Stübner entschied zu Recht auf Foulspiel. Die 60er wurden in dieser Phase stärker und näherten sich immer mehr dem Tor an. Lindels Freistoß touchiert noch die Latte, doch 4 Minuten später ist es dann soweit. Der sonst so zuverlässige Innenverteidiger Richard Weil mit diesem Missgeschick und plötzlich ist Faisal Mulic völlig frei und schiebt den Ball durch die Beine des zur Halbzeit eingewechselten Dominik Brunhübner zum 1:0 für 60 ins Tor. Mich ärgert es deswegen, ich muss mir es nochmal anschauen, aber es war halt unglücklich, weil der Ball sich versprungen hat, das ist das Problem nicht. Nur dann müssen wir halt, der Ball ist ins Tor gekullert, ich weiß nicht, wo der andere Innenverteidiger war. Normalerweise laufe ich dann schnell zum eigenen Tor, ich glaube, da waren wir nicht wach genug. Auch 2 Minuten nach der Münchner Führung sah die Kickers Defensive nicht wirklich gut aus. Brunhübner dagegen umso mehr, er hielt mit dieser Parade die Kickers im Spiel. Jabiri und Wokai hatten danach noch die Chancen auf den Würzburger Ausgleich, der durchaus verdient gewesen wäre. Letztlich aber reichte es nicht mehr zum 1:1. Trotzdem zog Kickers-Trainer Hollerbach eine positive Testbilanz. Ja, ich bin zufrieden. Wir haben uns gut bewegt. Es war viel Tempo drin. Es war auch richtig intensiv, nicklig teilweise. Also es war ein sehr guter Test heute für uns. Hollerbachs Pendant Benno Möhlmann lobte ebenfalls die Leistung der Kickers. Ich denke, dass nicht in diesem Jahr, aber dass durchaus in den nächsten 2 Jahren da auch an andere Dinge gedacht werden kann. Am Ende also waren alle ziemlich zufrieden und das Resultat an sich auch irgendwie ziemlich egal. Bernd Hollerbach wird die richtigen Schlüsse aus dem Test ziehen. Richtig wichtig wird es ohnehin erst wieder am kommenden Samstag. Dann soll gegen Cottbus endlich der 2. Heimsieg in Liga 3 her.